diese Frage: Bewertung der Website www.sbfinanz.de. Was kann, muss unbedingt noch verbessert werden? Der Stefan Benkert ist ein Kunde von uns, dem ich das hier auch vorgeschlagen hatte. Ich hatte ihm schon mal Feedback zu seiner Website gegeben. Ich rufe die jetzt mal kurz auf. Also, wir wollen hier www.sbfinanz.de eingeben. www.sbfinanz.de. Okay, also was mir jetzt schon mal auffällt, ich habe eine relativ kleine Auflösung. 960 mal 600 Bildpunkte eingestellt. Und das erste, was mir hier auffällt an der Website, ist, dass sie hier schon einen horizontalen Scrollbalken hat. Was okay ist, aber das ist natürlich jetzt für mobile Abrufe nicht so gut geeignet. Die Begriffe hier oben stehen mir sehr dicht beieinander. Ja, also hier könnte man irgendwie einen Trenner, zum Beispiel so eine Pipe, so ein Zeichen, was man mit Alt und 7, oder zumindest auf dem Mac bekommt, durchführen. Also ähnlich wie hier, gibt es ja auch so einen Trenner, sollten hier oben auch Trenner eingefügt werden. Das erscheint mir hier momentan noch so ein bisschen zu aktiv. Die Suchmaschine finde ich gut. Icons alleine sind meines Erachtens ein bisschen problematisch, weil man häufig nicht weiß, was damit passieren soll. Also hier ist es, glaube ich, relativ klar, dass es eine Suchmaschine ist. Ich suche jetzt einfach mal hier ganz frech nach Seibert und guck mal, was dabei rauskommt. Da kommt jetzt nichts raus. Das ist auch in Ordnung. Dann suche ich mal nach Denkert. Drücke mal einfach auf Enter. Das geht auch. Also Suchmaschine gefällt mir schon mal ganz gut. Zu dem Ranking kann ich hier jetzt nichts sagen. Aber das sieht auch ganz gut aus. Okay, also haben wir sozusagen, finde schon mal, das ist auch sehr schön. Ich kann hier auf das Logo klicken und komme wieder auf die Startseite. Hier wäre vielleicht zu überlegen, ob man sich für einen kleinen Betrag, also man kann natürlich ein richtiges Logo erstellen lassen, sowas machen wir grundsätzlich auch. Aber wenn man da nicht so viel Geld für ausgeben will, dann kann man irgendwie so einen Online-Designer beauftragen, der einem ein Logo erstellt. Das ist, aber gut, das geht hier so auch. Stefan, Finanzberatung, Stefan Benkert, persönlich unabhängig kompetent. Die Bedeutung der Farben wird mir hier nicht klar. Vielleicht ist es einfach nur eine Zierde, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich müsste jetzt verstehen, was diese Farben bedeuten. Tue ich aber nicht. Gut, dann die Seite ist insgesamt sehr voll. Ja, also wenn ich jetzt mir die Seite anschaue, dann sind da sehr viele Elemente drin. Starten wir mal mit der Navigation. Da, oh, vielen Dank. Hier kommt gerade der Tipp. Seitwert der Seite liegt bei 22,81 von 100. Können wir uns auch mal kurz anschauen, wie man das rausfindet. Eine ganz interessante Seite, seitwert.de. Nicht Seibert, haha. Also so eine Seite, die sozusagen den Seitenwert ausrechnen will. Das hat die Tippe hier weg. Und dann kann man hier auf Seite bewerten klicken. Das kann man, glaube ich, auch inzwischen abonnieren. Und da gibt es hier so eine Analyse. Und da werden alle möglichen Dinge ausgerechnet. Wir werden jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Und hier kriegt man dann genau diese 22,81 raus. Vielen Dank übrigens dafür den Hinweis von dem anonymen Chatter. Ja, insgesamt ist das eine sehr hilfreiche Sache, weil man da so ein paar Tipps bekommt, wie man seine Website verbessern kann. Ja? Wir gehen mal zurück auf die Website selbst. Voll, hatte ich schon gesagt. Sehr viele Navigationspunkte. Es gibt da so eine ganz grobe Regel, 5 bis 7 Punkte, möglichst ungerade, damit es eine Mitte gibt. Ich zähle jetzt mal hier nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Mal gucken, ob da noch einer kommt. Nein, also es sind 8 Punkte. Ja, ich würde mal mir wünschen, dass hier sozusagen mindestens 3 rausfliegen. Kontakt braucht man mit Sicherheit. Service und mehr ist sicherlich auch ganz nett. Das klingt sozusagen kundenorientiert. Der Punkt Startseite zum Beispiel, der kann meines Erachtens ersatzlos gestrichen werden. Den habe ich über das Logo und das wissen die meisten Leute auch. Das ist eine sogenannte Konvention. Das heißt, wenn 50% aller Benutzer
davon ausgehen, dass wenn man auf ein Logo klickt, man auch auf die Startseite wieder zurückkommt, dann nennt man das usability-technisch eine Konvention. Und da kann man sich sozusagen drauf verlassen, oder es ist so eine Regel, dass man Konventionen einfach einhält und davon ausgeht, dass die User das lernen werden, weil sie es halt sozusagen auch über das Web hinweg beigebracht bekommen. Klicke ich auf ein Logo, komme ich auf die Startseite. Deswegen brauchen wir hier nach meiner Ansicht nach keinen Knopf, der Startseite heißt. Außerdem habe ich den ja hier im Boot Grubenfahrt auch nochmal. Da wird er auch verlinkt, also das kann man direkt entfernen. Gut, jetzt müsste ich hier im Detail reingehen. Hier gehen auch viel zu viele Punkte auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Also es sind schon sehr viele. Oh, und das geht jetzt hier noch weiter. Da muss ich noch scrollen. Da gibt es hier auch sogenannte Diagonal Problems, also diagonale Probleme, weil ich nämlich hier genau, sieht man hier? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier runtergehe, ich muss genau hier diesen Übergang treffen, um hier rüber zu kommen. Das nennt man Diagonal Problems in der Usability-Forschung. Wenn ich jetzt zum Beispiel von hier versuche, da unten auf DB Vita auf dem direkten Weg zu kommen, schwupp, geht das nicht. Also hier müsste man eine Verzögerung einbauen, damit das nicht direkt weggeht, sondern wenn ich hier kurz rübergehe, dann muss es immer noch da bleiben. Das zuckelt dadurch viel zu stark. Gerade auch, wenn ich jetzt hier rüberfahre, kann man das sehr schön sehen. Sind zu viele Punkte, viel zu viele Unterpunkte, das muss unbedingt, also zum Beispiel alle DWS könnte man vielleicht zusammenfassen und eine Überseite machen. Also das schreckt hier eher ab. Eine Navigation ist ja eigentlich dafür da, um Übersichtlichkeit zu schaffen, um den Leuten Orientierung zu geben. Gut, es gibt hier noch sehr viel Text, das hatte ich schon gesagt. Ich kann das jetzt in der Kürze der Zeit nicht alles lesen. Aber hier sollte man mal überlegen, ob man vielleicht mit ein bisschen mehr Weißraum arbeitet und ein bisschen mehr Ruhe in die Seite reinbringt, damit die Leute wissen, wo sie hinschauen sollen. Wenn man hier jetzt einen Eye-Tracking-Test machen würde, dann gäbe es vermutlich ganz viele Themen, oder wo man, also es gibt ja keine eindeutige Blickführung. Zum Beispiel die Sachen würde ich eher nach oben nehmen. Ja? Das ist viel ruhiger und auch attraktiver, dass man einfach die vier Punkte hier nach oben schiebt und den ganzen anderen Kram nach unten. Dann wird die Seite schon deutlich ruhiger, glaube ich. Ja, acht gute Gründe. Ah, sowas finde ich immer ganz gut. Da wird jetzt hier offensichtlich dargestellt, wie der Herr Benkert glaubt, da beraten zu können. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, wenn ich jetzt hier drauf drücke, komme ich wieder auf die Startseite zurück. Also es funktioniert offensichtlich noch nicht so richtig. Ich würde sagen, das sollte uns hier für das Feedback erstmal reichen. Ich fasse es nochmal zusammen. Eine Navigation, die bitte mit 5 oder 7 Punkten möglichst reduziert anbieten. Das ist hier meines Erachtens viel zu viel. Dann die Metainformationen, die es gibt, wie hier oben und hier an der Seite. Die konkurrieren miteinander, sind meines Erachtens viel zu aktiv, auch hier durch die farbigen Buttons. Da muss man sich schon überlegen, wo sollen denn die Leute hinschauen? Hier oben diese bunten Markierungen würde ich komplett wegnehmen. Bei der Suche könnte man vielleicht tatsächlich noch Suchen dahinschreiben zu diesem Icon zusätzlich. Und dann hatte ich noch vorgeschlagen, dass man die Elemente hier von unten nach oben verschiebt. Ja, so viel zum Feedback zu der Website sbfinanz.de. Wenn Sie selbst Ihre Website von mir analysiert sehen wollen, dann können Sie einfach unter seibert.biz/fragen die URL eintragen und sagen, dass Sie möchten, dass wir die analysieren. Und dann schaue ich die mir mal an und kommentiere die so wie diese Website hier. Alles klar, bis dann.